بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen immer wieder, dass die Themen, die den Muslimen vor tausenden von Jahren am wichtigsten waren, eventuell in der heutigen Zeit weniger Bedeutung haben und andere Themen, die vielleicht vor tausenden von Jahren weniger wichtig waren, in der heutigen Zeit an Bedeutung gewonnen haben. Und als der Prophet Muhammad a.s. gestorben ist, hat er und seine Führer Abu Bakr oder seine Khalifen Abu Bakr, Umar, Uthman und so weiter, sie haben für den Islam gekämpft. Und es wurde sehr viel Kraft in den Dschihad investiert. Und es war zur damaligen Zeit sehr leicht gewesen, die Menschen von der Überlegenheit des Islams auch zu überzeugen. Und deswegen wurde weniger Wert auf die Erklärung des Menhes der Da'wah, des Aufrufs zum Islam, gelegt, als beispielsweise andere Themen, wie zum Beispiel später Elmul Kalam, wie widerlegt man das, oder Qadr, das heißt verschiedene Akida-Fragen, ja, oder bestimmte Fiqh-Fragen. Das heißt, das Islamische Reich war established, das war da. Wir hatten das Islamische Reich, es hat sich verbreitet, die Muslime waren reich. Man musste sich nicht so sehr auf diese Dawa konzentrieren, indem man eine Minderheit ist, eine schwache Minderheit in einer starken, stärkeren Gesellschaft. Und deswegen ist es heute sehr wichtig, weil heute sind die Muslime eher schwächer und sie leben teilweise im Westen als Minderheit. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich auf die mekkanische Zeit auch zu berufen, die mekkanische Zeit, als der Prophet a.s. als Minderheit gelebt hat. Es ist sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, um für uns daraus Nutzen herauszuziehen. Wenn man sich heute Sira-Bücher anguckt, dann sieht man, dass circa nur ein Viertel der Bücher über die mekkanische Zeit handelt, obwohl der Prophet a.s. eine längere Zeit in Mekka war, also Medina. Und obwohl zwei Drittel des Korans in Mekka offenbart wurden. Das heißt, zwei Drittel des Korans wurden vor der Hijra offenbart. Und ein Drittel des Korans nach der Hijra. Und der Prophet a.s. war 13 Jahre nach seiner Sendung oder Entsendung in Mekka und nur 10 Jahre in Medina. Trotzdem ist circa nur ein Viertel der Bücher in der Sira meistens, in den meisten Fällen, behandelt die mekkanische Zeit. Warum? Weil es für die Gelehrten, die Sira aufgeschrieben haben, wichtiger war, über den Dschihad und die Eroberungen zu reden, weil das Islamische Reich schon etabliert war und weil die Muslime nicht als Minderheit gelebt haben. Es war also für sie wichtiger, über dieses Thema zu reden. Und deswegen ist es sehr wichtig, über den Menhesh der Dawa zu reden, des Propheten. Prinzipiell unterscheiden die Gelehrten die Dawa des Propheten in Mekka in zwei Teile. Dawa Sirriya und Dawa Jahriya. Dawa Sirriya heißt die stille Dawa oder die geheime Dawa. Und Jahriya heißt die offene Dawa. Und wenn man dann heutzutage oft Leute darüber reden hört, dann sagen sie, ja, warum gab es diese Dawa Sirriya und diese Dawa Jahriya? Warum gab es überhaupt eine stille Dawa, eine geheime Dawa? Was war der Grund dafür? Und da wird dann oft gesagt, der Grund dafür war, der Prophet a.s. musste erstmal an Stärke gewinnen, damit seine Botschaft nicht von vornherein platt gemacht wird. Wir sagen erstmal, das ist eine Erklärung. Und nicht jede Erklärung muss richtig sein. Und ich bin in dieser Sache eine andere Meinung. Warum? Weil es Punkte gibt, die darauf hindeuten, dass diese Erklärung nicht richtig sein kann. Warum? Weil das liest man fast in jedem Buch. Und das ist die Erklärung heute von sehr vielen Leuten, die selber nicht richtig in der Dawa involviert sind. Dass sie sagen, das Ziel der stillen Dawa war es gewesen, erstmal eine gewisse Stärke zu gewinnen und dann die Dawa zu machen, damit die Dawa nicht sofort gefressen wird. Aber was sagen wir dagegen? Was spricht dagegen? Erstens, als der Prophet, 3 Jahre wird die stille Dawa genannt, nachdem Ikra offenbart wurde, wurde gesagt, 3 Jahre stille Dawa. Nach dieser Zeit haben so wenige Leute den Islam angenommen,
dass der Prophet mit seinen Anhängern immer noch so schwach war, dass er mit einem hätte weggefegt werden können. Das heißt, dann hätte diese Phase weitergehen müssen. Zweite Sache. Die stille Dawa war eigentlich keine geheime Dawa im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern wir haben viele Beweise von Leuten, die den Islam angenommen haben, die von außerhalb gekommen sind. Das beste Beispiel ist Abu Dha al-Rifari. Es wird gesagt, er hat ungefähr im zweiten Jahr nach der Offenbarung, nach der ersten Offenbarung, den Islam angenommen. Und der ist direkt an die Kaaba gegangen, hat offen geschrien, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Und dann hat der Prophet ihn zu seinem Stamm geschickt und sollte da Dawa machen. Ja. Das heißt, die waren immer noch zu schwach und es wussten schon Leute von außerhalb, haben gehört, da ist jemand, der sagt, er ist ein Prophet. Und die Mekkaner haben schon damals gesagt, in der Zeit der stillen Dawa, dass dort ein Mann ist, der behauptet, er wird das Königreich vom Kaiser, der Römer und von den Persern erobern. Das war schon in der Phase der stillen Dawa. Das sind die ersten zwei Punkte. Das heißt, erster Punkt, er war immer noch zu schwach, wenn man sagt, er wollte erstmal stille Dawa machen, weil er immer noch zu schwach war. Zweiter Punkt, ja, dass es Leute von außerhalb kamen und die Botschaft schon klar war. Das heißt, die Botschaft war nicht wirklich geheim. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt nur einen Unterschied, dass es nachher wirklich ganz offensiv gemacht wurde, ja, und offen gerufen wurde. Die dritte Sache ist, wenn wir uns die Dawa der Propheten im Allgemeinen ansehen, dann ist uns bei den anderen Propheten im Großen und Ganzen nicht bekannt, dass dort diese Phasenunterteilung gab zwischen stiller Dawa und zwischen lauter Dawa. Sondern wir sehen, in den meisten Fällen, man kann den Koran lesen, man wird sehen, die Propheten gehen direkt durch die Vordertür und sprechen das Problem, was in einem bestimmten Volk vorhanden ist. Zum Beispiel Lut, was sagt er zu seinem Volk? Innakum lata'tun al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Hier kommt der Falsche. Er redet direkt die Probleme des Volkes an, dass das Volk Homosexualität begeht. Er redet nicht um den heißen Brei rum, er kommt direkt auf den Punkt. Und hier ist noch etwas anderes Wichtiges. Weil viele Leute sagen, erstmal zum Tauhid rufen. Das ist eigentlich auch eine ungenaue Aussage, erstmal zum Tauhid rufen. Sondern wenn wir genau gucken, fängt die Dawa mit dem Tauhid an, geht mit dem Tauhid weiter und hört mit dem Tauhid auf. Erstmal zum Tauhid rufen, da könnte man darunter verstehen, wir rufen erstmal zum Tauhid und wenn wir damit fertig sind, gehen wir zu den Ahkam rüber. Sondern wenn wir gucken, ist, dass in der Anfangszeit ein besonderer Wert auf die Tauhid gelegt wird. Aber das heißt nicht, dass erstmal nur Tauhid beigebracht wird und keine einzige Regel entsteht. Sondern wir sehen in der Zeit der Dawa, der Prophet hat Tauhid beigebracht und hat gleichzeitig andere Sachen beigebracht. Zum Beispiel in Mekka, Ja'far bin Abi Talib, als er bei dem Najashi war und Amr ibn As kam, ihm zu rufen, hat er gesagt, er befiehlt uns zu beten, zu fasten. Und das war in der Zeit von der Dawa in Mekka. Und er sagt, wir sollen nicht lügen und wir sollen kein Blut vergießen, wir sollen den Nachbarn gut. Da wurden also schon alle möglichen Regeln mit reingebracht. Und prinzipiell ist das Praktizieren der Religion eine Art von Tauhid, weil du es für Allah alleine machst. Das ist nicht wirklich direkt voneinander getrennt. Die Ahkam der Religion, das heißt das Beten, das Fasten, sind nicht wirklich vom Tauhid getrennt, sondern es ist eine Einheit. Aber es stimmt, in der Anfangszeit legt man ein Hauptaugenmerk auf den Tauhid. Aber nicht mit dem Verständnis, wie einige das beibringen, rede erstmal über Tauhid und rede nicht darüber und darüber. Sondern die Propheten haben direkt die Probleme auch angesprochen, die diese Leute hatten. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ سُورَةُ التَّكْوِيرِ im Koran. Wenn das bei lebendigem Leibe verbuddelte Mädchen gefragt wird, wegen welcher Sünde wurdest du getötet? Das war in der Zeit von Mekka. Das war in der Anfangszeit gewesen. Das heißt, die Dawa war nicht wirklich eine stille Dawa, sondern es ging schon von vornherein weiter. Dann kam es zur Jahad-Dawa. Als Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَأَنْذِي عَاشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, warne deine nächsten Verwandten. Hier sagen einige, verstehen das so, ach, du machst erstmal die stille Dawa. Wenn du mit der stillen Dawa fertig bist, dann fängst du erstmal mit deinen nächsten Verwandten an. Erstmal, wer waren die nächsten Verwandten? Praktisch die ganze Stadt von Mekka waren die nahen Verwandten vom Propheten, a.s. Das war ein riesengroßer Stamm gewesen.
Die zweite Sache ist, dann hat er sie ja vorher schon gewarnt in der stillen Dauer. Ja? Das heißt, in dieser Zeit ist der Prophet, als er das gehört hat, ist er zu Jabal Safa gegangen, hat die Leute laut aufgerufen. Er hat sie gerufen, warum? Ja, Sabaha, oder dieser Ruf, den sie gemacht haben, wie den Alarm. Damit alle kommen. Warum? Weil er wollte die Botschaft zur selben Zeit an viele Leute bringen. Was hat er ihnen dann gesagt? Er hat gesagt, ich bin euch ein deutlicher Warner vor einer heftigen Strafe. Er hat gesagt, es gibt keinen Gott außer Allah. Das heißt, das, was ihr macht, ist falsch. Das war eine riesengroße Provokation. Das heißt, euer System ist falsch. Eure Anbetung ist falsch. Diese Leute haben La ilaha illallah verstanden. La ilaha illallah heißt, es gibt keinen Gott außer Allah. Eure Anbetung ist falsch. Eure Götzen sind falsch. Eure Götter sind falsch. Eure Ibadah ist falsch. Alles, was ihr tut, ist falsch. Ganz klar und deutlich. Und deswegen ist ein ganz falsches Verständnis, was einige Brüder haben, erstmal langsam durch die Hintertür. Das ist nicht der Menhesch vom Propheten, a.s.w. Auf keinen Fall. Dann ist der Prophet auf die Märkte gegangen. Warum auf die Märkte? Hat dort mit den Leuten geredet. Warum hat er dort mit den Leuten geredet? Weil er wollte die Leute erreichen. Er wollte die Massen bewegen. Er wollte die Massen erreichen. Dann ist er gegangen zu den Zelten von den Pilgern, die aus den anderen Städten Arabiens kamen. Warum? Er wollte sie aufrufen. Er wollte die Botschaft, der Botschaft einen Radius geben. Ja? Was ist passiert, als er auf die Märkte gegangen ist? Abu Jahl ist hinter ihm her. Jeder, mit dem der Prophet geredet hat, hat gesagt, das ist ein Lügner, das ist ein dies, das ist ein jenes. Das sind die Medien von damals. Heute sagen einige Brüder zu dir, oh, sag lieber nichts. Es könnte sonst sein, dass die Leute dich bekämpfen. Es könnte sein, dass die Medien schlecht über dich reden. Uninteressant. Der Prophet hat nicht gesagt, oh, ich gehe jetzt besser nicht mehr auf den Markt, weil sonst kommt Abu Jahl danach und der redet schlecht über mich. Warum? Weil Allah sagt im Koran, Surah 36, إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ إِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخْشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Du kannst nur denjenigen warnen, der der Ermahnung folgt und alle Erbarmen im Verborgenen fürchtet. Aus diesem Vers gibt es zwei super, bestimmt noch mehr, aber zwei ganz große Nutzen gibt es in diesem Vers. Erstens, du kannst nur denjenigen warnen, der der Ermahnung folgt. Das heißt, derjenige, der der Ermahnung nicht folgt, der wird sowieso den Medien hören. Damals waren die Medien Abu Jahl und Abu Lahab und Co. Heute sind die Medien RTL und Spiegel TV etc. Aber derjenige, der der Wahrheit folgt, und das sieht man bei ganz vielen Gefährten, wie zum Beispiel Tufail ibn Amr, ja, der ist nach Mekka gekommen, man hat ihm vorher zitönisch auf den. Der Lügner, Zahir, Kahin, Wahrsager, der hat sich Baumwolle in die Ohren getan, aber es hat ihn nur neugierig gemacht. Aber er war einer, der der Ermahnung folgt. Du kannst nur denjenigen warnen, der der Ermahnung folgt. Und dann sagt er noch was anderes. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Und den Allerbarmen verborgenen Fürst. Aber du weißt nie, wer das ist. Es gab Leute wie Amr ibn al-As, die haben den, radiallahu anhu, die haben den Propheten 20 Jahre bekämpft. 20 Jahre und haben dann den Islam angenommen. Deswegen, du weißt das nie. Das ist die Botschaft. Deswegen, wer heute erzählt, man sollte nicht offen reden über die Probleme, die man hat, man sollte nicht offen zum Islam rufen, hat den Menhesch des Propheten nicht verstanden. Er sagt, ja, wir haben Probleme, es könnte gefährlich sein. Ich frage ganz ehrlich, wo haben wir mehr Gefahr? Hier, heute, in Deutschland oder zur Zeit des Propheten, als er die Dawa laut gemacht hat? Ich gebe euch Beispiel. Die Leute, die dem Propheten gefolgt sind, sind getötet worden teilweise. Sumayya, Yasir, gefoltert worden. Amar, Khabab al-Arat, dem haben sie heiße Steine in den Rücken reingetan. Haben sie auf heiße Steine gelegt, sodass die Steine sich in den Rücken reingebrannt haben und er den Geruch von seinem Fleisch gerochen hat. Sie haben Leute zusammengeschlagen. Sie haben den Propheten versucht zu töten. Haben wir diese Situation hier, dass die Führer von Deutschland versuchen, uns zu töten? Nein. Aber der Prophet hat damals weiter laut gemacht. Heute sagen unsere Leute oder einige Leute, nee, wir sind lieber leise, sonst könnten wir Probleme kriegen. Hat der Prophet diesen Menhesch gehabt? Nein, klar, ganz klar und eindeutig, ist falsch. Ist falsch. Das heißt, wir können nicht zur stillen Dauer zurückkehren, denn die stille Dauer, und das ist das, was ich hier sagen will, die stille Dauer ist für diese Umma eine ist erlaubt, und das ist auch etwas, was Abu Bakr Jazairi gesagt hat,
ist erlaubt in Zeiten der Notwendigkeit. Oder das ist, was heißt erlaubt? Das ist für Zeiten der Notwendigkeit, das ist eine Erleichterung für die Umma. Zum Beispiel zur Zeiten der Sowjetunion, wenn du dort den Mund aufgemacht hast, bist du sofort einen Kopf kürzer gemacht worden. Aber wenn du die Möglichkeit hast, offen zu verkünden, ja, dann mach das. Und der Prophet a.s. hat offen verkündet, obwohl er beschimpft wurde, obwohl er bekämpft wurde, obwohl ihm Leid zugefügt wurde, obwohl er körperlich angegriffen wurde und obwohl man versucht hat, ihn zu töten, hat weitergemacht. Ein Bruder sagt, der Prophet ist nach Medina ausgewandert. Warum ist er nicht in Mekka geblieben, hat auf Allah vertraut? Erstens, der Prophet ist nach Medina ausgewandert, weil er den Befehl bekommen hat. Zweitens, wie willst du die Situation von Deutschland mit der Situation damals zu Zeiten in Mekka vergleichen? Der Prophet a.s. zu Mekka, man hat versucht ihn zu töten. Ist es heute so in Deutschland, dass du den Islam praktizierst und du wirst öffentlich von der Polizei gefoltert? Das war damals öffentlich. Das heißt, du kannst, und trotzdem, obwohl sie öffentlich gefoltert wurden, haben sie die Dauer weiter laut gemacht. Und sie haben direkt das angesprochen, was falsch ist. Sie haben gesagt, eure Götzen sind falsch. Was sind eure Götzen? Das war der Verdienst der Mekkaner. Das heißt heute, euer Wirtschaftssystem ist falsch. Eure Zinsen sind haram. Eure Gesetzgebung ist falsch. Das ist das, was der damals gemacht hat. Der Prophet war, das war eine Art Revolution gewesen. Das muss man mal kapiert haben. Und so waren alle Propheten. Die Propheten sind direkt durch die Vordertür gegangen, haben gesagt, hier, das, was ihr macht, ist falsch. Du bist kein Gott. Musa geht zu Pharao und sagt, Inna Rasula Rabbik. Wir sind Gesandte von deinem Gott. Wir sind zwei Gesandte von deinem Gott. Shu'aib, der geht zu dem Volk, die mit Geld handeln, zu Median. Und tadelt sie deswegen, direkt ihre Probleme angesprochen. Lut, er geht zu seinem Volk und tadelt ihre Homosexualität und ihre Fawahish, ihre Schändlichkeiten. Das heißt, das ist der Menhesh der Dawa und das ist das, wo Allah Baraka gibt. Und dort, wo jemand versucht zu schleimen und Fallrückzieher zu machen, glaub es mir, Leute, der wird scheitern. Der wird scheitern. Allah hat nicht zu dir gesagt, bau ein großes Gebäude. Er hat zu dir gesagt, yeah, verkünde die Botschaft. Er hat uns gesagt, verkünde die Botschaft. Egal, was es kostet. Egal, ob es deinen Kopf kostet. Und wenn es hier so weit kommt, und umso stärker die Dauer wird, ist es genau wie damals, umso größer wird der Kampf gegen dich sein. Und wenn dann der Kampf irgendwann so groß ist, dass du hier in Lebensgefahr bist, dann musst du auswandern. Wie der Prophet a.s. gesagt, aber so lange machst du weiter. So lange machst du weiter. Wird der Druck, wenn der Islam stärker wird, schwächer oder stärker? Stärker. So war es auch zur damaligen Zeit. Das ist der Menhesh der Propheten. Das ist der Menhesh des Propheten a.s. Akulu Kaudi Hada, und ich sage diese Botschaft, deswegen Brüder, lasst euch nicht durcheinander bringen und kommt zurück zu diesem Weg. Und hört auf mit diesem komischen Verständnis. Mit, ja, langsam, wir müssen langsam machen, wir können Probleme kriegen. Wir können keine Probleme kriegen. Wir werden Probleme kriegen. Denn Allah sagt, Alif Lam Mim, Hasiban Nas Ayyutraku, Ayyakulu Amanna, Wahum La Yuftanun. Haben die Menschen gedacht, dass sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie sagen, wir glauben, sie werden nicht auf die Probe gestellt. Walakat Fatanna Ladina Min Qablihim, Falayalamanna Allah, Ladina Sadaku, Walayalamanna Al-Kathibin. Ich sage diese, und das heißt, und Allah wird sie auf die Probe stellen, bis sich die Wahrhaftigen zeigen, unterscheiden von den Lügnern. Möge Allah uns den Wahrhaftigen machen. Amen.